Comedy Männer wird präsentiert von Emmi-Joghurt pur. Das einzige aus nur 3 Zutaten. Emmi-Joghurt pur. Alle stehen vorm Spiegel, alle fühlen sich hot. Hier geht's nicht um Religion, doch alle schreien, oh mein Gott. Es ist Frühling und alle haben Bock zu bumsen. Love is in the air, yeah, yeah, yeah. Frühling und alle haben Bock zu bumsen. Yippie, 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 yeah, 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 yeah. Was für ein toller Song. Schön. Der Beitrag von Liechtenstein, glaube ich, am ESC. Ja, ich habe nicht alles gesehen, aber habe ich mir sagen lassen. Ja, fröhlich ist es. Fröhliche Nummern, fröhliche Runde. Wir sind wieder in Originalbesetzung für die Comedy Männer. Los geht's! Das ist Folge Nummer 121. Heute reden wir über Nemo, Nemo und noch mehr. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind Aaron Herz. Hallo, grüezi. Und Michael Schweizer. Wie geht's euch? Ja, gut geht's mir. Oder? Weil ich habe so einen persönlichen Tankstellen-Dude. Habt ihr das auch? Nein. Aber jetzt kann ich mir das noch nicht leisten. Also, haben die so eine Lieblingstankstelle? Nein, ja, die ist einfach neu. Das ist eine Scherzfrage bei mir, oder? Nein, wo man nicht tanken, sondern wo man sein Zeug noch holt. Nein. Oder wo die jetzt Nein, ja, noch irgendwie... Meine Lieblingstankstelle ist... Du hast natürlich eine Frau, der braucht keinen Ort, wo man muss kaputt oder Milch holen, weil die haben das erledigt im Verlauf des Tages. Nein, aber haben die nicht so eine Tankstelle? Immer die am nächsten ist. Ja. Okay, du hast keine Stamm... Also, ich habe keine Stammtankstelle, so. Nein. Wo man noch irgendwie... Abend noch etwas holen oder so. Ja, einfach die, die im Dorf daheim ist, ja. Also ich habe so eine Stammtankstelle, oder? Und dort schämt mir der gleiche Dude, oder? Und ich gehe dort schon lang. Der Stammdude. Der Stammdude, oder? Der Stammtankstelle-Dude. Der ist meistens ist der dort, oder? Man grüßt sich, aber man kennt sich nicht, oder? Also man grüßt sich halt, wenn man halt reinläuft in die Tankstelle, der sagt einen schönen Tag. Oder? Er gibt dir das Gefühl, dass er dich kennt. Genau. Ja. Genau. Und jetzt ist es aber passiert, jetzt hat er mich erkannt. Ja. Es hat gebraucht, was haben wir irgendwie? 9 Sendungen Late Night. 9 Sendungen, irgendwie 180 Folgen oder noch mehr, Comedy- und Quotenmänner, oder? Das haben wir gemacht, irgendwie, keine Ahnung, 50 Sendungen Podcast. Oh, natürlich, was wir natürlich gehabt haben, und das wird der Auslöser gewesen. Wir sind auf der Titelseite vom Blickbüssi. Das ist gar nicht. Wir sind auf der Printausgabe, sind wir zusammen, mit dem Foto. Fertig, lustig, die wird an der Tankstelle gelesen. Ja, genau. Und dann ist es wirklich, ich laufe rein und dann habe ich wie immer mein Zeug da hergelegt und sage, du sag mal, bist du nicht? Und ich, ja, bist du nicht der Nussgipfeltester? Hat er gesagt. Wow. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Nussgipfeltester, was musst du wissen? Er wollte wissen, wo es in Luzern den besten Nussgipfel gibt, habe ich es ihm gesagt. Und jetzt immer reinlaufen, seit der Nussgipfel mal kommt. Ja, wie geht's denn dir, Aaron? Ja, eigentlich gut, aber ich muss etwas nachholen, weil letzte Woche habe ich ja gesagt, ich habe Begegnung gehabt, respektive über Gegensprechanlage mit meiner Nachbarin, dass ich sie aus Versehen gefragt habe, was sie anhat. Mhm. So. Mhm. Jetzt ist der Fall, dass einem Nachbar letztens den Boiler vertätscht hat, am Morgen früh. Dann hat es geläutet an den Türen. Bist du noch im Pyjama? Geh, machst die Türen auf. Die ganze Nachbarschaft ist im Pyjama. Ich weiss jetzt, was die Nachbarschaft so ein bisschen anhat. Hat da jemand, der nachts schläft? Nein, Gott sei Dank nicht. Haben die Pyjama? Nein. Ja. Nein. Doch. Unterhose fertig. Ich glaube, als Kind, das letzte Mal. Nein, ja, Pyjama. Ja. Nein, Pyjama ist etwas Grossartiges. Also, Schweiz ist doch nur. Nein, ich gebe da kurze Hose. Im Moment habe ich ein kurzes Pyjama. Schön. Cool, aber unter, hast du denn die alten Unterhosen unter, vom Unterhose. Tag? Die du vom Tag angehst, lässt du an? Ja. Ich finde das grusig. Ich habe gerne etwas Frisches an. Ein Bischof, das du letzte Nacht angehst. Jawohl. Ja, da ist ja ausgelüftet. Ja, schön. Da ist ja ausgelüftet. Ja, auf jeden Fall sind wir dann in dem Gang rausgestanden, alle im Pyjama und haben Wasser geschöpft. Das ist eine schöne Begegnung. Ja. Wir sind uns in dem Sinn, wir sind uns ein bisschen näher gekommen. Okay. Und dann... Habe ich diese Woche eine Rechnung bekommen? Eine unrechtmäßige. Eine unrechtmäßige Rechnung. Serafengebühr. Nein, es ist ein Elektrohändler. Ein Elektrohändler hat mir einen Artikel zugeschickt, den ich eigentlich storniert hatte, und hat mir den zugeschickt und hat dann auch noch eine Rechnung dazu geschickt. Und dann kommst du so etwas über und dann bist du so ein bisschen geladen. Wie das so. Das jetzt will ja der Elektriker, dass er geladen ist, oder? Jetzt geben wir denen so voll. Jetzt läuten wir den Kundendienst an. Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, nein, das ist recht. Und dann sage ich denn da. Und dann selbst. Und so. Ja, Leute, ja, wähl die Nummer. Nimm deine ab. Ja, hallo. Ja, eben, ich habe da die Rechnung auch unrechtmäßig bekommen. Ich habe da mein abgefudert am Telefon. Und dann sagt sie einfach, ah ja, selbstverständlich, nein, da können sie verreisen. Das hasse ich. Ja.
wo gehe ich jetzt mit dem Hass an? Ja, das ist so mühsam. Sie hat mich einfach ins Leere laufen lassen, die dumme Kuh. Wirklich kein Druck dagegen. Einfach, ah ja, nein, selbstverständlich. Ja, das ist kein Problem. Und es ist nie mehr etwas gekommen. Ist mir genau das Gleiche heute Morgen passiert. Bevor ich noch ins Büro gefahren bin, habe ich schnell das Telefon machen, weil ich ja vor längerer Zeit, etwa einem Jahr, gezügelt bin, habe ich auch meine Firma ummelden. Ja. Und das geht innerhalb vom Kanton Zürich im Jahr 2024 immer noch nicht online. Natürlich. Du musst auf dem Notariat vorbei, auch damit da darfst du noch mal etwas zahlen, oder? Und dann müssen sie bescheinigen, dass du der bist. Da musst du Ausweis mitbringen. Mhm. Und da habe ich zuerst einfach schnell bescheinigen lassen, dass ich bin, mit einem Ausweis und dem gleichen Gesicht. Und habe das nachher als Grundbuch abgeschickt. Mhm. Dann nachher ist zurückgekommen, Handelsregister, zurückgekommen, das langt nicht, es muss eine öffentliche Urkunde dazu an noch sein. Es langt nicht, dass deine Unterschrift beglaubigt ist. Und der Ausweis auch nicht. Und der Ausweis auch nicht gelangt. So. Dann habe ich wirklich gesagt, weißt du was, leckt mich, ich lege es mal auf die Zeit, ich mache es dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Das ist noch vor der Late Night, jetzt machen wir zuerst mal die Late Night Staffel. Kein Bock, jetzt nochmal einen Notariatstermin und alles zu machen. So. Und ich dachte, das kann man ja hoffentlich irgendwann online machen. Nein, kann man nicht. Und dann ist nach und nach, immer so im 3-4-Wochen-Rhythmus, ein Brief vom Handelsregister angekommen von einem Juristen, der gesagt hat, es wäre gut, wenn sie es jetzt machen würden, weil sie sind seit längerem dort. Letztes Mal mit einer Mahnung, nächstes Mal kostet es. Und das hat mich dann motiviert, das jetzt nochmal anzugehen. Ich habe den Termin auch gemacht. Es ist aber schwierig, einen Termin zu finden mit dem Notariat. Und habe rundum vom Handelsregister heute Morgen angerufen, um zu sagen, Dokumente sind eingereicht, wir suchen im Moment einen Termin, es könnte noch ein bisschen länger gehen, bitte schicke keine Rechnung. Und bin aber auch innerlich geladen und dachte, jetzt sage ich dem, es kann doch nicht sein im Jahr 2024, was fällt euch eigentlich ein und hört auf, wir ständig Briefe schreiben, haben da nichts Besseres zu tun, etc. Dann nimmt ab, freundlichste Person ever, sagt, überhaupt kein Problem, wenn sie die Dokumente eingereicht haben, nehmen sie sich Zeit, das ist super, dass sie sich darum kümmern, haben ganz herzlichen Dank. Ja. Ich kann so wenig zusammenschiessen, ich kann nichts mehr machen. Du hast den Dialog im Kopf durchgespielt. Ja, alles durchgespielt. Der war so nett gewesen und hat mich aufgeregt. Dann hat man dänisch abgewickelt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den jungen Independent-Podcast Gemischtes Hack. Ist nicht so bekannt. Noch nie gehört. Ist der aus Dänemark? Nein, aber die haben den Begriff prägt dänisch abgewickelt. Tom ist mit übrigens im Moment in der Schweiz. Liebe Grüße. Ja, los die Sache. Ja, natürlich los der Comedy Aber nur wenn er in der Schweiz ist. Dann los der Wegen Geoblocking. Also, was macht denn der in der Schweiz? Eine Ferien. Ich vermute in deiner Region. Er hat immer von einem schönen See und viel teuren Autos geredet und Natur und Berge rundherum. Und dann habe ich das Gefühl, das könnte... dann ist er entweder in der Garage Müller oder er ist irgendwo in der Region. Garage unter Wasser, oder was? Er ist irgendwo in der Region Luzern. Ja, das ist denkbar. Nein, aber die haben das mal gehabt, eben, wenn du irgendwo mit Wut anrufst und du willst dich enervieren und dann sind sie aber mega nett und ja, das ist kein Problem, dann kümmern wir uns darum und so. Dann sagen sie, dänisch abgewickelt, weil einer von beiden, ich weiss nicht mehr, ob es der Tommy Schmix ist oder Felix Lobrecht, hat das Problem mit einer dänischen Firma und hat da so auf so eine Hotline angerufen, wo so eine Dänin abgeholt hat. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Oh nein, so. Dann noch so sympathischer Dialekt. Genau. Und jetzt ist er eben dänisch abgewickelt. Das sind auch sehr nette, die Dänen. Ja. Wo bist du? Bist du eigentlich in Dänemark in der Ferien? Ich bin nicht in Dänemark in der Ferien gewesen. Nein, vielen Dank nochmal für alle eure Tipps. Hat zuerst auf Vietnam gewählt und dann gemerkt, dass ich das Visum und es ist noch. Nein, das sind wirklich tolle Sachen gekommen. Ich werde viel davon noch machen. Ist mir auch vielfach bestätigt worden, 2 Wochen für Japan wäre absolut lange. Ist dann einfach zum Alles organisieren ein bisschen knapp geworden. Es ist also komplett an mir gescheitert. Flug gebucht, Spanien, Festland. Sonst bin ich ja meistens in Mallorca. Spanien, Festland, Bilbao und von dort mit dem Auto bis ganz runter. Also Atletico. So klassischer spanischer Roadtrip. Okay. Eigentlich wirklich cool gewesen. Ist es warm gewesen? Am Anfang noch nicht gesehen, 15, 16 Grad ist etwa. Jawohl. Und bin dort zuerst ins Weingebiet, Rioja. Jawohl. Fantastisch schöne Landschaften auch. Und einfach, Rioja, also hört nicht auf mit Reben. Du fährst dort durch. Da wärst du gut in einem Weingebiet, ja. Ja, es hilft natürlich, oder? Und auch von da, du ein bisschen Wein probieren, geh mal ein paar Weingüte besuchen. Ich habe so ein bisschen Freude bekommen an Wein. Habe im Nachhinein dann so viel Wein gut gebucht, zum gucken anschauen. Und nach dem zweiten eigentlich gemerkt, also wenn du eins gesehen hast, hast du eigentlich alle gesehen. Ja. Es ist immer der gleiche Ablauf. Also es ist, oder? Dann sagen sie, ja, das sind unsere Reben. Die und die Sorten haben wir, dann wird das gewimmelt, oder? Dann, wenn es so weit ist im Herbst. Und dann nachher kommt das in den Tank. Da verdruckt es. Nachher kommt Saft raus. Mit dem Rest pressen wir nochmal. Und das geben wir dann an die Stellerie. Nachher tun wir sie in die Fässer. Je nachdem, was für ein Wein das soll sein, liegen sie unterschiedlich lange in diesen Fässern. Und nachher tun wir sie in die Flasche abfüllen und dann tun wir es verkaufen. So. Ich habe jetzt eine Weinführung gemacht, ich muss keine mehr machen. Das ist alles, was es gibt. Auf jeden Fall, eine Weindegustation ist mir ganz besonders geblieben. Dort war eine Gruppe von 8 Amis, die haben das Austauschjahr in Madrid gemacht.
Und dann war ihr Hobby ist es gewesen, immer am Wochenende mal richtig Weingüter gehen. Und ich glaube, sie sind auch mehr wegen der Weingüter den Austausch gemacht, als dass sie effektiv dort studieren in Madrid. Eine lustige Gruppe und so. Und dann hat es noch ein älteres Pärchen gehabt. Mann und eine Frau. Und dann hat man sich am Anfang dort zusammengefunden. Und dann wird zuerst mal ein Weisswein ausgeschenkt. In der Regel. Zuerst mal so. Hat es in Gläser aufgestellt worden. Dann habe ich schon gesehen, die Frau schaut so ein bisschen skeptisch. Und dann nachher hat sie angefangen einschenken. Und dann fragt die Frau, die die Weinführung macht, trinken wir Wein? Wow. Dann ist es so kurz ruhig geworden. Dann hat alle gewusst, weißt, macht sie jetzt eine Scherzfrage oder so? Und dann hat auch ihr Mann hat dann so nicht irritiert geschaut. Und dann hat sie gesagt, also sie sagt zum Weingut an und so, ja, eben, aber da, also, wir können ja den Wein dann auch probieren, oder, wo wir da auch gucken, anschauen. Und sie sagt, ah oh, nein, sie, also, sie will keinen Wein trinken. Dann, wieso gehst du auf ein Weingut, wenn du gar keinen Wein willst trinken? Und ich glaube, ihr Mann hat sich genau das Gleiche in dem Moment auch gefragt. Er hat sich völlig entgeistert angeschaut und sie war ein französisches Paar. Und dann haben die angefangen zu diskutieren miteinander. Und das ist ja immer hoch unangenehm, wenn man so ein bisschen einen entstehenden Konflikt zwischen einem Pärchen. Und du hast gemerkt, das war später am Nachmittag gewesen. Es hat, glaube ich, auch sonst schon die eine oder andere Spannung gegeben. Ich glaube, sie ist jetzt mehr einfach mitgegangen. Sie hat jetzt nicht wirklich Freude gehabt, zum dort zu sein. Und das ist einfach so das Letzte, was sie noch gebraucht hat, ist, dass er jetzt jemand ein Glas Wein schenkt, das sie offensichtlich nicht gern trinkt. Und dort war der Moment, wo sie entschieden hat, ich will das nicht. Und ich weiß nicht, was sie alles nicht mehr wollte. Auf jeden Fall hat er dann, und das finde ich immer schön, wie dann einer muss für beide reden, wo du aber merkst, er redet jetzt nicht für beide. Es ist wie Bundesrat bei einer PK, ja. wenn sie gegen die eigene Partei reden müssen. Ja. Wie er dann vor allem gesagt hat, ja, wir haben es uns anders überlegt, wir möchten doch nicht an dieser Weinführung teilnehmen. Haben das Geld zurückverlangt und sind rausgegangen. Das Geld zurückverlangt? Sie haben das Geld zurückverlangt. Also ich dachte, jetzt haben sie euch angemeldet für eine Weindegustation und in dem Moment, wo der Wein kommt, findet ihr, nein, doch nicht, gib das Geld zurück, wir gehen jetzt wieder. Ja, wie viel kannst du am Wort Weindegustation falsch verstehen? Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, was dort passiert. Die kennen sich ja mit Wein aus. Dazu auch noch. Ja, aber was man natürlich auch in Spanien nicht vorbeikommen ist der Eurovision Song Contest. Ja. Da ist ja in dem Halbfinale, wo Nemo zuerst antreten ist, der spanische Song auch vorgestellt wurde. Darum ist das natürlich auch in Spanien verfolgt worden. Wir haben tatsächlich von Leuten Komplimente bekommen, für den Schweizer Song in Spanien. Also, es ist wirklich so etwas, wo du jetzt auch nie gedacht hättest, dass das irgendwie also, mal passiert. Hast du ihn geschrieben? Oder? Nein, das nicht. Merkt aber der Stefan sich ein Teilnehmer. Ja? Ich sage ein Teilnehmer. Ah, okay. Ja, darum bin ich ja dann nicht im Malmö gewesen. Ja, auf jeden Fall wieder heimgekommen, natürlich Eurovision Song Contest geschaut. Ich nehme euch auch. Natürlich, ja. Das auch verfolgt. Ja, ja. Mit dem grossartigen Ausgang, das dürfen wir mittlerweile mitbekommen haben. Nemo gewinnt für die Schweiz den Eurovision Song Contest mit The Code. Und wenn man so das Kostüm von Nemo anschaut, kann man wirklich sagen, endlich wieder erfolgreiche Schweizer oder erfolgreiche Schweizer Rockmusik. Fantastisch. Ja, aber ist, Nemo ist ja so ein bisschen der Matthias Seeger, oder? Vom ESC, oder? Zuerst den Pokal geschlossen, nach einem Tram heimgefahren, oder? Das habe ich noch irgendwo gekannt. Ah, ja, der Autostopp ist auf. Aufgefahren, aber Zug ist nicht geflogen. Hast du mir den Kopf gestiegen? Ja, nicht im Privatjet, aber schon fliegen. Ja, gut, ja. Die heim ist ja klar. Ja. Nemo zerbricht den Pokal und die Schweiz zerbricht sich die Zunge oder Pronomen, oder? Ja. Hast du schon gemerkt, es sind alle wahnsinnig gestruggelt. Das ist lustig, ja. Immer noch. Es ist so lustig. Auch beim Sven in der Moderation hast du zwei, drei Mal gemerkt, oh, es biegt in die falsche Richtung ab, aber hat sich immer sehr gut gerettet. Ja. Das ist wirklich... Ja. Ja. Ali, aber Nemo, das Talent ist ja wirklich geil. Also wirklich unfassbar. Wahnsinnig. Und bei dem Talent müssen wir sagen, Nemo hätte auch können mit Six und Rösti gewinnen. Durchaus Chancen gehabt. Ja, absolut. Das Lied hat natürlich noch oben drauf gegeben, aber gleich. Aber es ist schon ein bisschen auch typisch jetzt für die Schweiz, oder? Eigentlich grundsätzlich hat die Schweiz etwas gegen fremde Richter. Ja. Oder? Ausser es ist ESC. Ja, dann finden die fremde Richter super, ja, oder? Dann finden wir es super. Ja. Ja, vor allem ja dank der Jury auch gewonnen, oder? Ja. Im Publikumsvoting, glaube ich, Platz 4. Aber mit der Jury zusammen hat das mehr als nur gut gelangt. Freuen wir uns natürlich auch. Was heisst, freuen wir uns? In der Schweiz ist ja Freude, geht so 5 Minuten. Und dann kommt die traditionelle Frage, was kostet denn das, wenn man es macht? Ja, wie teuer das wird, weiss man nicht genau. Man kann festhalten, es wird sicher teurer wie überall sonst. Wir sind in der Schweiz. Ja. Wir müssen es vielleicht einfach über Grenzen durchführen. Ah. Ja. Oder wie über Grenzen geht Post, über Grenzen geht ESC durchführen, zum Kosten sparen. Ja, nein, das müssen wir nicht, das können wir. Das können wir. Das ist ja, ESC ist ja eigentlich nichts anderes als eine Mischung aus Street Parade und Jodlerfest. Ja, oder? Es ist ein bisschen Schwing- und Elblerfest in Queer. Ja. Ja, es wird einfach weniger bumst.
Müsste sein. Bist du sicher? Nein, sicher bin ich nicht. Ich muss da noch mal, wir müssen noch quälen. Der Song heisst ja The Code, ja, oder? Der Code könnte aber auch so ein TikToker sein, der gerade im Knast ist. Die Messer rumgefuchtet oder so. Das ist ja auch an mir vorbeigegangen jetzt in der Ferien. Der Code? Nein, nicht der Code. TikToker. Ja. Der TikTok-Beef, oder? Ja. Ich habe es letzte Woche mit der Fabienne. Liebe Grüße, sie hat das sensationell gemacht. Ja, ja, ne, habe mich Grüße. Sehr gefreut, dass die ersten 3 guten Pointe sind alle bei der Fabienne gewesen. Ist gut, dass sie mit 2 Profis zusammen gewesen ist. Nein, wirklich super gemacht, Fabienne. Aber die TikToker, da hätte ich auch gerne mitgeschwätzt. Das hat mich so aufgeregt. Also nicht die beiden, die machen im Rahmen von ihren Möglichkeiten das, was sie können. Oder? Aber wie kann man denn sagen, das sind TikToker? Die haben ja, das sind 2, die vom Sozialamt leben, die einen TikTok-Account haben. Das sind TikTok. Nicht TikToker. TikToker sind Leute, die ihr Geld mit dem verdienen. Die verdienen kein Geld mit dem. Aha. Es gibt in der Schweiz etwa 3 TikToker, die können leben. Einer davon steht in der Tour. Wenn du Auto fährst, bist du auch ein Autofahrer. Ja, ja, aber du bist vor dem Eis fahren, wenn du in einem Auto gesessen bist. Aber wir haben dich jetzt gelernt, wenn ich mich als TikToker fühle, dann bin ich TikToker. Also, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja, nur ein bisschen, aber schön könnt ihr aufregen. Ja, ja, ja. Es gibt ja viel mehr Grund zur Freude aufgrund von dem Sieg von Nemo am ESC. Und man kann wirklich jetzt wieder sagen, das Erfolgskonzept Kreisel hat sich durchgesetzt. Oder? Ja. 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 Kreisel-Kunst, also, könnte man schon fast sagen. Also, man könnte Nemo mit dieser Platte im Tour aufstellen. Das wäre tipptopp. Das ist die Weidegustation. Nein, das ist das, wo mich eigentlich schlussendlich am wirklich noch richtig überzeugt hat, ist die Idee gewesen mit dem Kreisel, wo Nemo drauf gestanden ist, so, oder, ja, wo sich gedreht hat. Weil ich habe den Song gehört und habe gefunden, so, ja, ist okay. Ich bin jetzt nicht mega wahnsinnig begeistert gewesen, aber gefunden, ja, ist okay, oder? Ich bin so ein bisschen, und auch wenn ich die ESC schaue, bin ich so ein bisschen wie ein Bundesrat an einem AC/DC-Konzert, oder? So, ja. Man fühlt sich ein bisschen fehl am Platz, aber wir finden es doch geil. Irgendwie ist es so. Und dann hat dann der Auftritt auf dem Kreisel oben mit diesen Dreigen und wo ja auch dann die Geschichte, die im Song erzählt wird, quasi mit dem Kreisel nochmal dargelegt oder dargestellt wird. Das habe ich ja richtig, richtig stark gefunden. Vor allem auch, weil das wahrscheinlich, das hoffe ich jetzt einfach, oder behaupte ich jetzt einfach, wahrscheinlich nicht so viel gekostet hat wie andere Dekors. Mhm. Am ESC, oder? Wenn man das mit verhältnismäßig wenig Geld so können umsetzen, habe ich sehr, sehr cool gefunden. Ich weiss aber nicht, wie viel das effektiv nach der Delegation selber kostet, oder ob das gesagt, im Package drin ist, wenn du dich qualifizierst. Ich weiss es wirklich nicht. Wahrscheinlich musst du etwas zahlen. Ja. Ja. Ich bin halt so ein durch und durch Showross, oder? Also, und wenn ich gesehen habe, die Inszenierungen, die mit dem Boden möglich sind, mit dieser riesigen LED-Wand hinten, ich will einfach, dass es klopft und tätscht. Und das war mir beim Schweizer Beitrag viel zu wenig gewesen, aber eben, ist einfach ein persönlicher Geschmack. Ja. Offensichtlich hat er alles richtig gemacht. Ja. Und natürlich ist es geil, was mich vor allem begeistert hat, ist, sich so verbeugen auf dem Kreisel, ja, das Risiko eingehen, ja, mit Kanabe, ja, etc. Ja. Das hat einfach nochmal gezeigt, Nemo kann massiv mehr als einfach nur gut, ja, singen, sondern es war einfach ein guter Act durch und durch gewesen, auch wenn ich mir bei der Inszenierung noch mehr gewünscht hätte. Aber das wahrscheinlich eben liegt das an mir. Ja, ja, okay, also 2 Sachen, die ich gefunden habe, wo das eine ist lustig gewesen, das ist, die Fans, die zumal auftaucht sind, da haben sie einmal gezeigt, irgendwie in Malmö die Schweizer Fans. Zum einen hast du wirklich einfach die gleichen wie bei einem Nazi-Match. Und Hans-Peter und Vreni haben sich jetzt noch so einen Eichelkappen angelegt. Natürlich, ja, sind so Hans-Peter, ja, und Vreni haben sich einen Eichelkappen angelegt. Sind so die gleichen Leute, sind zum Teil wirklich im Nazi-Shirt auch noch. Ich dachte, Alter, wirklich. Nazi-Shirt? Ja, zum Teil hast du Leute im Nazi-Shirt gesehen. Ja, vor der Bühne aus haben ein paar auch ein altes Nazi-Shirt. Das ist mein Lowlight. Da muss ich sagen, ich, wo in Südschweden gewohnt habe, ich muss sagen, ja, haben da nicht so gute Werbung gemacht für Malmö und für Schweden. Gut, Malmö ist jetzt nicht die Stadt, wo man es gerne, ja, sicher hat. Doch, Malmö ist an und für sich eine schöne Stadt, aber da hat Schweden keine Werbung gemacht für sich. Denn der Journalist, der so an einer Pressekonferenz die israelische Teilnehmerin hat müssen fragen, hast du nicht das Gefühl, du bist eine Gefahr für die anderen? Also mehr Opfer-Täter-Umkehr kannst du nicht machen. Einfach völlig komplett daneben. Leute, die Frieden fordern und dann wird die junge Frau mit Morddrohungen zugedeckt. Dann muss ich sagen, das ist eine Friedensbewegung. Toll. Richtig toll. Aber ja,
Es muss noch so am Rand erwähnt sein. Kommen wir doch zu Besserem. Kurz nach dem Sieg, oder? Ist ja, die Schweiz hätte ESC. Jawohl. Ist ja schnell die Frage. Welcher Austragungsort ist es? Welcher Austragungsort? Ich finde das Wort Austragungsort ein bisschen lustig. Tönt mehr so wie eine Geburtsklinik, finde ich. Wo lässt du dein Kind, wo trägst du dein Kind aus? Ich habe mein Austragungsort am Morgen auf dem WC. Okay, gut. Wenn ich mal noch einen Gang austragen. Brauchst du mal eine PDA am Morgen? Wow. Weißt du, was PDA ist? Weiss, was gut. PDA übrigens, gell, 8 Hotelübernachtungen in dieser ganzen Zeit, bei 6 keine WC-Bürste auf dem WC. Am ESC? Nein! Wo in Spanien war ich? Aha. I don't get it. Wieso gibt es keine WC-Bürste mehr in dem Hotel? Ich weiss es nicht. Ja, wieso haben sie aufgehört mit dem? Schreiben Sie Kommentare. Ich verstehe es nicht. Ja, vor allem, wenn man am 5. Tag die 8 Liegen besucht. Das hilft nichts! Und dort noch die fettige Spanische in den Druck. Also, ja, komm jetzt. Die zwei nimmst du jetzt noch. Das hilft nichts! Ja, vielleicht hast du im nächsten Hotelzimmer jetzt den alle gehabt. Ich stelle mir so ein bisschen vor. Mit einem neuen Hotel ins WC schauen, sieht so keine Bürste. Das Problem an WC-Bürsten ist, du merkst erst, wenn du schon hockst und alles schon passiert ist. Das ist nicht etwas, was du vorher anschaust. Ja, gut, aber ist jetzt nicht so, dass du zuerst schaust, es hat keine Bürste. Ich entscheide mich um. Manchmal überlege ich mir dann wirklich einfach runter in die Lobby zu gehen. Und dort, das und dann in der Lobby schießen. Ja! Ich habe es nicht hier. Schon aufs Wesen. Okay, gut. Aber dass ich dachte, nicht, dass Putzfrau hier kommt in mein Zimmer und dachte, wow, der Sauhund. Ja, gut. Also, wir sind jetzt bei den Austragungen wieder in die falsche Richtung abgehoben. Aber Zürich wird natürlich im Moment so ein bisschen als Hauptfavorit unter der Stadt genannt. Allerdings, was man bei Zürich einmal ein bisschen wissen muss, oder? Du musst ja mindestens zuerst 7 Mal abstimmen vorher. Ja. Wenn man darf oder nicht. Und irgendeiner wird dann sagen, nein, das hat man zu viel Lidschattenwurf dort. Das funktioniert ja, für mich nicht. Ja, oder es muss abgesagt werden, weil es sonst windet. Ja. Dann muss auf Heide ausgewichen werden. Ja. Wobei, also ich glaube, Zürich würde schon passen als Austragungsort. Oder? Ich meine, wenn du das ins Publikum geschaut hast während dem ESC, oder? Haben wir ja viele männlich gelesene Personen gesehen. Absolut. Oder? Also ein bisschen wie bei den Zäuftern. Ja. Ja. Also von dem her. Ja, das stimmt eigentlich. St. Gallen hat sich auch ins Spiel gebracht. St. Gallen. Und ich finde, das wäre ein guter Ort. Findest du? Ja, finde ich gut. Ja, wie du gesagt hast. Also, Crowd vom ESC hat gern Würst. Besonders die ohne Senf. Wow. Okay. Ja, ich finde, es würde St. Gallen aus einem anderen Grund wirklich, wirklich gut tun. Hm? Es wäre ja dann ein bisschen wie ein Olma, einfach mit schönen Menschen. Ja. Ja, und die Olma, man muss ja sagen, Olma und die ESC haben viel gemeinsam, oder? Hä? Frauen mit Schnäuz, Männer in Gummistiefel. Ja, wow. Dann zu der Bundesrat, muss einem Eröffnungstag so ein Nemo streicheln und dann sage ich dann aus Versehen, also, das könnte ja passieren. Aber das passiert auch. Ja, das Eule, da bringt es ja immer so bestehmächtigend. Bundesrat ist ein Sauerstreichel. Ja, da hätte es ja geil. Eigentlich müsste ich ein Mess machen und sagen, so, und bei uns ist Tradition, dass der Bundesrat auf allen Vieren hier im Kreis kreucht. Ja, und vor allem, weißt du, in einer Stunde kommt der Bundesrat, kann so Eule stechen. Geben wir ihm nochmal ganz viel Milch. Also, die Blasen sollen richtig voll sein. Und kein WC-Bürste. Kein WC-Bürste, ist gerade so in aufs WC. Was haben wir sonst noch für Städte? Basel. Basel wäre natürlich etwas. Basel hat ein riesiges Messegelände. Ja. Das wäre ein grosser Vorteil. Wir könnten das in dem Messegelände machen. Basel hat aber auch einen Nachteil. Es ist in Basel. Oh. Ja, das stimmt. Aber man kennt sich aus mit Verkleiden. Also, weißt du, das spricht dafür. Und Blasinstrument. Sorry. Was ist los? Wie viele Billige haben wir noch? Hat das Gefühl, es ist Regal sind leer, aber irgendjemand langt immer wieder drin. Nein, Amaro und sie ist Regal. Das ist groß. Das ist groß. Das ist eine Selbststufe. Das ist eine Sonntagsdankstelle. Das ist ein Automat, der immer neu ist. Das geht immer weiter. Okay. Ja, was wäre mit Bern? Bern wäre ja durchaus eine Option, ist unsere Hauptstadt, Bundesstadt. Ja. Allerdings muss man sagen, Bern macht darum keinen Sinn,
der Event ist ja sonst schon unerträglich lang. Ja. Ja, stimmt. Aber ja. Andererseits, Bärengraben tönt schon ein bisschen wie ein Gay-Club. Aber ein Geiler. Ganz ehrlich, ich würde gerne gehen. Gehen wir einen Bärengraben. Ich würde gehen. Ja. Sagen wir so, vom Publikum her, wo in Malmö vorne rausgestanden ist, würden sich im Moment auch noch Schweizer Unis anbieten als Austragungsstandort. Ja, absolut, ja, das würde passen. Ja. Das ist es ist ein Event, wo viel Haut gezeigt wird. Ja. Man ist stark sexualisiert, kann man ja nicht abstreiten. Man ist schon fast fetischartige Zeug. Welche Location würde sich da anbieten? Ja. Theoretisch ja das Haus von Pierre Vincenz, aber ich glaube, das ist nicht mehr frei. Ja, das ist verkauft. Das ist weg. Oder weißt du, Moutier, oder? Das ist ja so, man weiss nicht, ist es jetzt Jura, ist es jetzt Bern? Oder? Mehr Non-Binarität für eine Ortschaft geht nicht. Stimmt. Ja. Ja. Es wird schwierig. Schau, es wird ein riesen Kampf und ein Ziehen und ein Machen. Ich finde, Nagra soll eine Standortanalyse machen und wahrscheinlich wird es ja dann Lägere Nord. Ja. Oder nördlich Lägere. Nördlich Lägere gibt es noch, südlich Lägere. Ja, natürlich gibt es vor allem nördlich, südlich, westlich, östlich. Ja, nein. Ja. Sie. Ja, ist das, was in Ordnung ist. Ja, nein, dass es gibt, aber dass man es so benennt. Aha, ja. Nein, es ist nur so eine Straße. Wie uns gibt es nur eine Straße. Es ist St. Gallen schon, da gibt es nur östlich. Ja, ist klar. Das ist korrekt. Wer findet ihr, wo wäre gut? Genf? Nein. Ich war ja für den Autosalon in diesen Palexpo-Halle. Und also das sieht unfassbar abgehubert aus. Das ist wirklich, das ist so wüst. Ja, aber das die meisten Teilnehmer am ESC ist es vor der Maske. Also. Ja, ich habe das Gefühl, der Facelift lange aber nicht mehr innerhalb von einem Jahr. Also ja, innen dran ist es okay gewesen, aber aussen hat es wirklich einfach wahnsinnig okay. Ausgesehen. Also, französisches Flair, kann man sagen. Ja, es war schon einer der Grenzen gewesen. Aber. Französische Schale. Ja. Nein, also, ich meine... Ja, du hättest sicher gut. Nein. Also du machst ja noch die Sendung, wie heißt Late Night... Switzerland. Ja, genau. Dort hast du einfach mal behauptet. Dort hast du einfach mal noch behauptet, das kann gar nicht in der Schweiz stattfinden, es gibt gar keine Halle. Jetzt kommt aus. Turns out geht irgendwie doch. Ich befürchte, die mir das damals gesagt haben, die haben sich auch erst jetzt damit beschäftigt, ob es überhaupt geht oder nicht. Vorher gesagt, weißt du, wir können gar nicht. So, okay. Wir sind ja wirklich nachfragen, ob das geht oder nicht. Hat es geheißen, nein, ist keine Option, da müssen wir andere Sachen prüfen. Ist ja schön, dass es klappt. Tatsächlich ist ja, also die Malmö Arena hat 9000 Leute drin gehabt. Hallenstadion hat 14'000 Kapazität, dann ist aber die Bühne noch nicht drin. Respektive nur vorne. Es wird sicher einer von den kleinsten ESCs. Das Problem ist, ich glaube nicht die Halle, sondern die Räumlichkeit rundherum, die es rumgibt. Können wir aber mit dem Mess Zürich nebenan etwas machen. Ah, können wir mit dem Mess etwas machen, wenn sie frei ist. Oder Dolmenhalle. Dolmenhalle. Du willst es wahnsinnig lustig. Du willst es mega fest. Es wäre ein bisschen weird in St. Gallen, aber ich fände es lustig. Ja, allerdings. Ich fände es schon sehr lustig. Es spielt aber in der Schweiz, sind wir ehrlich, es spielt nicht so einen Ruck. Nein, du musst ja die Infrastruktur, du musst Hotels haben rundherum etc. Und da kommen einfach nur Zürich, Bern, Basel, Genf hin. Nein, kommen nur Zürich und Genf. Ja, aber du kannst auch Basel, Zürich im Hotel und auf St. Gallen. Also das sind keine Distanzen für irgendwelche Länder, andere. Okay. Also wenn du in Madrid oder so ein ESC hast, bist du auch eine Stunde außerhalb wahrscheinlich im Hotel. Yeah. Who cares? Außer du willst zu Fuß an ESC gehen, ja, dann musst du nicht in einer Stadt haben. Aber es entstehen jetzt schon die ersten Streit, oder? Zum Beispiel das Bärenzeit-Streit, ob es überhaupt zustande kommt. Ich zitiere den Philipp Müller, ich glaube von der FDP. Sicherheitsdirektor? Ja, hat von der Sicherheitsdirektor vom Kanton Bern. Er hat auf X geschrieben, ESC bleib fern von Bern. Ein Reimer. Jawohl. Und der Bieler Stappi, der Erich Fehr, hat sich dann geäußert und gesagt, ich schäme mich, Berner zu sein. Also die haben dort ein bisschen Beef, oder? Das ist so ein bisschen Brian versus Korb 808, aber Politik Edition, oder? Die sind sich da nicht so einig. Ja, ich denke so, wir wollen euch nicht, wir wollen euch. Hat jemand gefragt, was der ESC will? Ja. Ja. Nur Ja heisst Ja. Voilà. Die streiten sich da, als ob irgendjemand eine Chance hat. Genau. Hä? Ich finde einfach Streit auf Berndeutsch sowieso schon unherzig. So. Ja, aua! You! Also! Ja, nein! Ja, vor allem, es ist ja zwischen Bieler und Berner. Oder? Was ist er denn jetzt? Ist er Bieler? Ist er Berner? Ist er Non-Bi-Berner? Was ist er denn? Der Bibär. Ja, ebenso schnell wie die Frage nach dem Austragungsort ist ja dann auch direkt Diskussion losgegangen. Wer moderiert jetzt den ESC? Ja, wichtig. Ja. Würdest du machen? Nein. Gut. Nein. Also, natürlich, ich würde es sofort machen.
Ich finde es die geilste Show, aber ich bin die fälschestmögliche Person für das. Was? Ja, ich habe mal eine ESC-Ausscheidung moderiert zusammen mit dem Sven, aber das ist mein Rekord. Und ich finde, das ist ja wirklich, das ist ja eine Party aus der LGBTQ-Community und für mich gehört dort zwingend jemand aus der LGBTQ-Community auf die Bühne. Ja. Alles andere finde ich wäre so, das ist weird. Das ist wie, eben, du schickst auch nicht Beatrice Segli nachher die Schweizer Nazi moderieren. Also, das will für mich jetzt keinen Sinn. Ja, Haarfärben langen nicht. Fände aber, wenn man... Wow. Morgen habe ich wieder Termin. Wir sind die alte Drag Queen. Wir sind jetzt eigentlich ein bisschen mitqualifiziert. Nein, aber das ist wirklich, dort finde ich, das ist ihre Party. Dort muss jemand aus dieser Community das machen. Wenn man sich jetzt aber dagegen entscheidet und sagt, nein, wir wollen jemanden aus der Comedy. Ja. Bei Comedy-Moderationsbesetzungen gibt es nie große Diskussionen. Ja. Lass uns jemanden von dort nehmen. Dann bin ich für Klibi und Caroline. Oder? Ja. Das wäre ein Thurgauer, oder? Ranggruppe. Plus eine Puppe, die sich als Esel definiert. Ja! 100% auf der Skala. Ja. Mir ist gleich, ich schaue es auf dem Deutschen. Hast du wirklich auf dem Deutschen geschaut? Nein. Die Aftershow mit Barbara Schöneberger, ist das schlecht gewesen. Ja, ist komisch. Das ist schlecht. Das Sofa ist sehr seltsam. Dann gönnt Nemo den ESC. Aus dem Dachraum gönnt es den ESC. Und das Erste, was sie machen, ist zu einem trümmeligen Reporter rausschalten, der sagt, ja, wie ist es jetzt mit der Palästina-Protest aus? Leute, was ist das für ein Aufbau von einer Sendung? Also wirklich. Ja gut, aber wenn ja jemand das moderieren in der Schweiz, müsste ja eigentlich eine Frau sein, finde ich. Ah nein, ist ja zwar keine Late Night, dann... Hä? Jetzt habe ich laut gedacht, Entschuldigung. Ja, was ist gewesen? Nein, du hast einfach laut. Vielleicht kannst du das ja nochmal anhören, neu, wenn du das gesagt hast. Ja, denkbar. Also es hat ja überall Umfragen gegeben jetzt, oder? Klar... Ich glaube, fast allen Portalen. Watson hat Mona Fetsch gewonnen. Aber sonst ist, glaube überall das Wen sehr gesetzt. Finde ich für mich eigentlich auch keine Diskussion. Er hat es abverdient. Ja, er hat es hart abverdient, macht das super. Ja. Ist auch in dieser ESC-Welt mit allen vernetzt etc. Das ist für mich völlig klar. Aber wer stellen wir mal Zeit? Ich persönlich finde Sandra Studer. Ja. Oder Christa Rigozzi. Das sind für mich die zwei. Also kannst du das dritte machen. Oder? Hat es auch schon gegeben. Oder das vierte. Also wo moderieren mal repräsentiert werden. Vier Sprachen? Nein. Ich finde es, ja. Doch. Böseste Spruch ever. Stermann Grissemann macht ja immer auf dem ORF Zweitkanal Ton, wo Lise Assia noch gelebt hat. Und dann haben wir sie natürlich immer in die erste Reihe gesetzt dort, oder? Bei den Ehrengästen. Und dann ist so die Kamera durchgegangen und geht zu Lise Assia und der Stermann und sagt, das ist Lise Assia, die erste Siegerin des Eurovision Song Contest. Die ist nicht tot, die sieht nur so aus. Oder böse. Ja, look. Dabei sind, wenn ich lese. Grundsätzlich. Du hast gesagt, es wäre zu teuer für einen Zweitkanal tun, den wir moderieren könnten. Falls es machen, hier offizielle Bewerbung. Aber du meinst es gar nicht. Nein, ich glaube nicht. Also, aber ich hoffe schon, ich habe irgendeinen Job, dass ich dort an der Show beteiligt sein. Also nicht vor der Kamera, sondern ich gerade einen Gipfel bringe, ist mir scheisse. Ich will einfach das Flair und die Stimmung. Das ist ein Jahrhundert-Event für die Schweiz. Ja. Okay. Aber man merkt einfach schon, dass wir in der Schweiz sind. Nicht. Egal, was gefragt ist, es sind immer über die gleichen 12 Nasen, die irgendwo auf einer Liste auftauchen. Also, ja, ganz ehrlich, ich bin ziemlich sicher, in der Romandie haben es 12 andere Nasen als mir. Nicht in dem Sinne, dass in der Schweiz nicht so viel. Ja, aber auch dort sind es die gleichen 12 Nasen. Aber das hat auch einen Grund, weil also Moderatorin oder Moderator sein, das ist nicht etwas, wo man einfach kann von der Straße weg. Ja, da gibt es Leute, die anders behaupten. Ja, es hat einmal jemand Swiss Music Awards moderiert, der vorher noch nie moderiert hat. Turns out, es ist gar nicht so einfach. Und es kommt auch gar nicht so gut, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Und darum sind es halt immer die gleichen 12 Leute. Wie ja, natürlich. Ja, aber es ist ja nicht mal Moderation. Du könntest fragen, wer sind die 12 besten Metzger in der Schweiz? Und Mona Fetsch wird auf Platz 1. Wird auf Platz 1 landen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei den 12 besten Metzger ist. Das ist möglich. Ja, ich also, ja. Das ist möglich. Aber jetzt Nemo hat ja den Wettbewerb gewonnen. So. Aber das ist ja nicht die einzige Mission, die er hat, oder die Nemo hat, sondern setzt sich dafür ein, für das dritte Geschlecht in der Schweiz. Ja. Oder dass das dritte Geschlecht anerkannt wird. Jetzt müssen wir sagen, so neutral wie die Schweiz ist, ist die Schweiz schon immer ein bisschen non-binär. Ja. Absolut. Oder sogar sehr. Aber gut, es gibt ja viele Leute, die sich gerne etwas im Pass eintragen lassen. Ich kenne sicher den einen oder anderen, der sich gerne extrem männlich als Geschlecht eintragen lassen im Pass. Oder? Was auch klar war, nach dem Sieg von Nemo, der grösste Verlierer in dem Ganzen ist das Pronomen. Das Pronomen ist wirklich einfach auf der Seite klar geworden. Das ist ein bisschen so. Ist aber auch, ich habe das da nicht Glautenschlager gesagt, weil ich am Montagmorgen natürlich schauen wollte, was machen die bei SRF 3 zum Sieg von Nemo.
Non-binär sein ist rein marketingtechnisch das Beste, was dir passieren kann, weil da Pronomen wegfallen. Wird immer der Künstlername gesagt. Also, es wird immer Nemo gesagt, weil sonst heisst es mal, ja, er oder sie, sie macht das, der er Bieler. Hat das gesungen, der Bieler, da, etc. Oder? Aha. Du kannst auch nicht den Bieler sagen, geht auch schon wieder nicht. Oder? Du kannst auch nicht die Bieler in die Person sagen. Oder wenn du sagst, die Person, du könntest sagen, die Person, das hat so etwas Abwertendes. Mhm. So in unserem Sprachgebrauch. Ja. Darum sagt man nicht, ja, die Person hat gut gesungen. Das hat so etwas mega distanziert. Also sagt man, Nemo hat gut gesungen. Das ist gerade wieder mega nahe. Mhm. Und darum ist rein marketingtechnisch ist non-binär sein, als Künstlerin oder Künstler, Best, was passieren. Also die Diversität von der Sprache leidet also ein bisschen ironisch. Ja. Offenbar. Grossartig, wie alle turnen und sich Knöpfe in die Zunge machen. Ja. Ich find, nur schon da ist einfach, ist, schon ist einfach lustig. Nein, wir sind es nicht gewöhnt. Aber es finden es auch nicht alle so lesen. Das ist überraschend. Ja, das kommt sehr überraschend. Unter anderem die SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann hat gesagt, sie hat es als Esoterik-Trend benannt, oder? Mhm. Frau Steinemann. Eine Frau, die Mann im Namen hat, find's nicht so lesen. Find ich noch ironisch, ja. Ja, geil. Also, wir reden von einem europäischen Anlass, eine non-binäre Person, die gönnt. Das ist zu viel für Frau Steinemann. Beides zusammen kombinieren. Dabei ist es ja ausgerechnet die SVP, die sich immer für Neutralität einsetzt. Aber, ja. Also neutraler als non-binär wird es nicht mehr. Nein, das stimmt. Also. Gut, für Frau Steinemann ist es schon esoterisch, wenn am Bauern zum Morgen Ananas auf die Tisch stürzt. Ja, wahrscheinlich. Das muss man schon alles sehen. Aber vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo Frau Steinemann merkt, dass man bei non-binären Menschen nicht muss gendern. Dann finden sie es wieder geil. Ja, dann finden sie es wieder geil. Das ist auch ein bisschen Dilemma. Ja, ja. Ich befürchte, es kommt schneller der Tag, wo einer von der SVP sagt, er hat Angst vor der Non-Binarisierung vom Abendland. Ja. Jetzt müssen wir alle unsere Pronomen abgeben. Jetzt nehmen sie das Pronomen weg. Ja. Zuerst Frauen, dann der Kopf und jetzt nehmen sie uns das Pronomen weg. Ja, es ist so lustig, wenn es nicht so tragisch ist. Ja, es ist wirklich lustig. Aber lustig finde ich eben wirklich die sprachlichen Turnereien, die wir da ausgesetzt sind. Ich finde das sehr unterhaltsam, muss ich wirklich sagen. Es hat aber rechtlich gewisse Herausforderungen. Also wenn Nemo sagt, rechtliche Anerkennung, ich glaube, Deutschland hat das. Uh-huh. Man müsste schauen, wie es dort ist, wie gewisse Sachen funktionieren. Also AHV, Pensionierungsalter, ja, oder. Ist sogar die Verfassung anpassen. Ja, Versicherungsfragen, weil anscheinend irgendwie Autoversicherung ist für Frauen günstiger, anders ist teurer für Frauen. Also, das ist nicht ganz einfach. Ich finde aber, es ist schwierig, ist einfach kein Argument, um es nicht zu machen. Das ist so, ja, ist schwierig, ja gut, machen wir nicht. Wir sind auf den Mond geflogen. Also, ich hab mir auch so etwas noch an. Also, mir. Wir haben den ESC nicht gewonnen. Nein, korrekt. Ja. Also das Argument, das ist schwierig, finde ich, zählt nicht. Ja, ja. Das wären wir als Menschen dort, wo wir sind. Für, das ist schwierig. Ja, schwierig. Also, ist immer eine Frage von Aufwand und Ertrag. Oder? Mhm. Also wenn du sagst, ja, es ist wahnsinnig schwierig, um auf den Mond zu fliegen, oder? Ja, und dann, das hat nicht so viel gebracht, glaube ich. Es hat nichts gebracht. Oder? Gut, das ist natürlich auch Stichwort ganze Auseinandersetzung mit UdSSR. Ist das dann also, da, ja, aber ja, die Frage, die sich da halt irgendwie ein bisschen stellt, ist irgendwie für mich irgendwie wie zuerst, wenn sich ja irgendwie die Community auch noch nicht wirklich einig ist, was sie wollen. Wieso soll sich denn der Staat mit etwas beschäftigen? Also wenn sie sich nicht einig ist, ist jetzt der in dem, gesehen, hem dem, was ist es denn jetzt? Oder wie, also, ich finde, dünnt euch doch zuerst mal darauf einigen, wie ihr wann genannt werden. Bevor, dass man irgendwie, den nächsten Schritt geht. Es kommt ein drittes Geschlecht. Oder, und innerhalb von dem dritten Geschlecht kann man sich ja dann definieren, wie man will. Ja, nein, es ist aber genau, wenn man sagt, was steht da nachher im Pass drin? Steht dann? Divers. Ja, okay. Ja, ganz einfach. Nein, ist nicht das Problem. Das andere ist eine sprachliche Frage, ja. Ja, die sprachliche Frage, du Sprache hat sich immer gewandelt. Das stört mich überhaupt nicht. Ich empfehle übrigens sehr MyLab zu dem Thema, gerade das aktuelle Video zum Thema, wie sich Gendern, das sprachliche Gendern auswirkt auf die Wahrnehmung. Sehr, sehr spannend. Gleich auch gerade für die, die in Geschlechterfragen unsicher sind. Was ist was und wie viel gibt es von was etc. Auch zu dem hat sie ein super Video gemacht zu den verschiedenen Geschlechtern. Beides unbedingt schauen. Und wenn ihr euch noch das Gegenteil von dem anschaut, dann schaut unbedingt den Männer-Doku auf.
Haben wir das auch gegeben? Ja, sehr, sehr unterhaltsam auf eine sehr tragische Art. Auf eine sehr tragische Art. Es gibt wirklich wenige Momente, wo ich noch mal denke, oh, ich schäme mich so im Mazi, aber dort ist wirklich... Dort habe ich das Gefühl wieder mal ganz, ganz fest gehabt. Das war okay. Esoterik. Gewesen, das ist, aber, also, wow, fuck me. Also, das, nein, also, eins an Comedy. So, ja. Mehr sagen wir nicht, schauen so, ja. Aber einfach Empfehlung von einem echten Mann, der da sitzt, wenn ihr müsst, mit anderen Männern zusammenkommt, um euch echt als Männer fühlen. Und ab einem Moment, wo man das T-Shirt ausziehen, alle zusammen für etwas, ich hat es nicht mehr mit echtem Mann zu tun, dann stimmt einfach sonst irgendetwas nicht. Und nein, wieso, wenn es für die Jungs stimmt? Ist ja alles gut. Ja, natürlich. Absolut. Das ist das Wichtigste. Absolut. Man kann auch Globuli nehmen. Es hat, es hat mit Männlichkeit nicht so viel zu tun. Es ist einfach irgendetwas. Ja, nein, das ist eine Definition. Jeder definiert Männlichkeit anders. Ja, absolut. Ja, das ist lässig. Die drei Halbmannen da würden sich dann so nächste Woche wieder zu Themen melden, wo sie keine Ahnung davon haben. Aber hey, wir haben Freude daran und ihr offensichtlich auch. Mhm. Und ihr habt auch wieder einen Kommentar hinterlassen. Kommentar von der Woche, gerade nach dem da. Und der Kommentar von der Woche geht natürlich um die letzte Folge. Als nicht beteiligter Aaron, willst du den Kommentar vorlesen? Jawohl. Also, ich bin der nicht beteiligte, darum lese ich du vor. Genau, das ist der Nathan Loop. Und der empfiehlt dem Schweizer, nimm das nächste Mal eine Siebdruckplatte. Der Schweizer war im Baumarkt, ist eine Holzplatte aussuchen und der Nathan Loop empfiehlt eine Siebdruckplatte. Ja. Weiss der Teufel. Weiss eine Siebdruckplatte. Siebdruckplatte genommen? Ja, so geschichtetes Holz. Ist klimmt, Pressholz. Oder? Ja, weißt du, so, aber hast du immer so Schicht. Dann sagst du Siebdruckplatte. Ja, es gibt auch andere Begriffe dafür, fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber was hat das mit der Farbe zu tun? Du hast das Problem mit der Farbe. Ja, ich weiss nicht, was es mit der Farbe tut. Ich habe einmal eine Siebdruckplatte gehabt. Aha. Ja. Was heißt Siebdruckplatte auf Englisch? Siebdruckplaten. Dort hat Nemo hat sich auch lustig vertun in der Sprache. Sie haben dann auf Englisch haben sie ihn irgendwie interviewt und gefragt, wie er auf Malmö gekommen ist. Dann hat er gesagt, ja, I tramp. Das ist nicht das richtige Wort für das, was er gemacht hat. Gehen Sie googeln. Auch Nemo passieren. Wir kommen nächste Woche wieder dann mit ein bisschen diverseren Themen als nur einem einzigen. Sehr divers. Schöne Woche. Ciao. Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden von Emmi-Joghurt pur. Das einzige aus nur drei Zutaten. Emmi-Joghurt pur.